Am Donnerstag solltet ihr früh raus aus dem Bett in Salzburg. Am Donnerstag gibt es die Schranne. Das ist der wohl berühmteste Wochenmarkt, der sich direkt um die Andreekirche herum zwischen Andreekirche und dem Schloss Mirabell befindet. Jeden Donnerstag das ganze Jahr saisonale Gerichte, saisonale Gemüsesorten, saisonale Obstsorten. Das ist richtig Slow Food, das ist richtig Bio. Aus dem Land Salzburg, aus den umliegenden Grenzräumen Oberösterreich und Bayern gibt es hier eine ganze Menge Stände. Gut 10.000 Leute bevölkern an so einem Tag hier diesen Markt. Die Schranne, der Name stammt eigentlich aus dem althochdeutschen Scranna, spät übernommen im italienischen La Scranna, der Richterstuhl. Was hieß das? Im Mittelalter kam einmal in der Woche der Dorfrichter. Der Dorfrichter an einem bestimmten Platz in der Stadt. Und das war ein Spektakel für die ganzen Leute. Jeder wollte wissen, was da so gab. Es gab noch keine Zeitungen, es gab noch kein Fernsehen und kein Radio und schon gar kein Handy. Das heißt, man musste was machen, was lustig war. Man möchte sich das anschauen, was da heute passiert. Wenn Leute zusammenkommen, wollen die auch was essen und was trinken. Nichts Besseres kann passieren für fahrende Händler, die sich hier einfanden, um den Leuten was feilzubieten. Daraus entstand ursprünglich eine Schranne. Hier, wo ich im Moment stehe, auf dieser Seite der Andreekirche, befand sich bis zum Zweiten Weltkrieg ein Getreidespeicher. Eine Schranne, ein Getreidespeicher war notwendig, um Leute, um Bevölkerung vor Hungersnöten zu sichern. Erzbischof Colloredo, das war der letzte regierende Fürst, Erzbischof von Salzburg, lebte in etwa in der Zeit von Mozart, hatte hier diese Schranne gebaut. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombentreffer zerstört, im Anschluss abgetragen und die Schranne entstand hier an diesem Ort.